Ja. Es ist so blöd, dass man die Leute nicht abstellen kann. Also wenn es hier Störgeräusche gibt, Leute im Stream, dann tut es mir sehr, sehr leid. Oh Gott. Die rappen Ich hab mich gerade. jetzt auch doppelt. So jetzt. Da ist dein Mikro an, weg. Jetzt nicht mehr, oder? Weiß nicht. Ich hab jetzt auch nicht. Ich bin Wieso Pflanzen. Wo bist hab du? ich Wo bist mich du? Wo gerade bist du? doppelt Wo bist gehört? Ich lad noch. Ich bin Pflanzen. Ja, ich bin Soldat. Soldat, Zombie. Oh. Warum ist die Maus so Also, langsam? ich bin's auch bei den Pflanzen. Warum ist die Maus so langsam? Warum höre ich mich selbst doppelt? Weil du dein Mikrofon eingegeben hast als Standardgerät. Aber dann hört man. Man kann sich nicht mich selbst hören. Weiß ich nicht. Oh Gott. Hockt der irgendwer in dem Internetcafé oder was? Wahrscheinlich ja. Moment. So. Hä, hey, aber das ist doch als Standardgerät ausgewählt. Der schießt in die falsche Richtung, der eine Kerl. Achso. Ist der eventuell jemand verwirrt? So, jetzt geht's. Verwirrt. Nicht immer noch? Na, egal. Boah, ich mag die Zombies nicht, die immer so einen Eimer auf dem Kopf haben. Ja, die sind heftig. Die nehmen so unendlich viel Schaden, das ist nicht mehr die schön. Die halten noch eine Menge aus, ne? Ja. Oh ne, die sind schon bei uns drin. Alter. Okay. Keine Chance. Da ist auch keiner am Verteidigen, glaube ich, so ziemlich. Hab mich dazu um Deus Ex Human Revolution zu kaufen. Ist auch kein schlechtes Spiel. Ist gut, kann man mal machen. Ja. Habe ich zwar nicht durchgespielt, aber war ich gut. Von dem, was ich gespielt habe. Mhm. Aber ich spiele die seltensten Spiele wirklich durch, wenn ich sie nicht gerade Let's Play. Sag mal, Bobby, gerät mich. Ja. Engineer, stirb. Oh. Das Ding die ganze Zeit pfeift, das ist so super. Ich krieg gerade irgendwie eine Zeitlupe aus irgendeinem Grund. Ah, das County! Erwischt. Ist da immer noch ein Zombie? Ja. Ist voll gemein. Ich von einfach allen verfolgt werde, was soll das? Mich da einer einschleimt, das fällt denn dir ein, du. Von oben schleimen sie mich zu. Voll erwischt, mit dem Schleim. Boah, braucht das lange hier. Ja, komm bloß runter, Kerle. So, na. Komm runter, Kerl, ich hab Hunger. Was soll das? Hast du eigentlich eine Ahnung, wann YouTube vorhat, 60 FPS zu schalten, also für alle Kanäle? Weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, man hat schon 60 FPS. Nom. Ich glaube, es bis jetzt wirklich nur drei Videos, die 60 FPS laufen. Autchen, wer hat mich da getötet? Eistee, Wonaldi. Wo ist eigentlich gerade, ouch, unser Ziel? Weiß ich nicht. Wurde mir gar nicht angezeigt. Weiß ich nicht. Ich bin nicht bei dir, Vex. Ach, du bist Zombie. Ich bin Pflanze. Ich dachte, ja, du bist Zombie. Bin ich auch. Nee, ich bin rüber gewechselt. Ach so. Ja. Ach, da ist, ah, okay. Bärenwerfer. Eat the Chili. Also irgendwie, die greifen gerade überhaupt nicht an. Also. Doch, tun sie hier. An der Seite. Echt? Ja, gut, an der Seite, aber. Die kommen ja nicht mal dem Kreis irgendwie ein bisschen näher. Könnte man natürlich versuchen, ne? Die haben den Spielmodus schon sehr verstanden. Oh, wie war's wo? Da sind drei Pflanzen und die treffen den nicht. Mehrfach Rakete, was? Warum? Oh, Lia ist wieder böse, sehe ich gerade. Ja, ich sehe es auch gerade. Willst du ein Timeout oder was? Willst du ein Timeout, Kerle? Was ist denn los? Oh ne, da kommt einer mit dem Schild. Bombardement!
Chili, da komm! Au, au, was? Oh, da ist ja einer bei uns drin gewesen. That's what she said. Fußball ist böse. Mhm. Ja. Oh, Mann. Oder hat so eine Feuerwaffe. Oh, und ich brenne. Ja. Oh, irgendwie leckt's gerade ein bisschen bei mir. Chili, Baby. Au, was trifft mich da? Geh weg. Das ist feige. Irgendwo schlagen hier die ganze Zeit Teile um mich rum ein, aber ich weiß nicht von wo. Ja, ich habe ja auch gerade irgendwie Probleme, die ganzen Schüsse auswendig zu machen. Oh! Das hat zu viel Schaden gemacht. Oh, Kinder. Was ist da los? Ich krieg die ganze Zeit Damage von wo auch immer. So, dafür mache ich deine blöde Dings kaputt, deine Abwehrteile. Ich glaube, da ist irgendwo ein Commander und der bombardiert unsere Stellung hier, kann das sein? Ich sehe eigentlich keinen. Aber noch 7 Sekunden, ne? Und wir haben... verteidigt. Oh, oh, ich bin noch gestorben. Jawohl. Was, ob es in dem Spiel eine Hintergrundmusik gibt? Ja. Ja. Was? Was meine ich nicht ernst? Ich lese mal aus dem Kontext. Ja, das ist recht so. Ich habe nur 3 Kills, aber das ist auch egal. Ja, ich habe eine PS4. Warte, gibt 7 Kills. Noschwin, NC? Weiß nicht. Rein aus Prinzip gönne ich Schland heute nicht den Sieg. Wart. Oh mein Gott. Keine Ahnung, von mir aus hätte Deutschland schon in der ersten Runde verlieren können. Warum seid ihr alle so assi? Lass es ihnen doch, die haben gut gespielt, habe ich gehört. Also, ja, ich fänd's lustig. Lass es ihnen doch gegönnt sein. Ich find's halt nur schade, dass Brasilien so abgestunken ist, weil sie halt Gastgeberland sind. Ah. Jaha, ich hab eine PS4. Aber ich bringt ja nichts. Kommt sicher keine Spiele draußen soweit. Ja. Es ist ja egal. Ich glaube, sie gewinnen aber heute. Die haben einfach zu souverän gespielt, die ganze WM. Wer schaut in Brasilien gegen? Holland. Holland. Verloren. Holland. Immer wenn ich gegen Deutschland bin, gewinnt Deutschland. Okay. Dann weiß ich, was du zulässt. Aber warum seid ihr gegen Deutschland? Ich meine, ihr lebt ja hier. Oder zumindest vielleicht an einem Nachbarland. Vielleicht seid ihr auch Schweizer oder Österreicher. Ich lebe hier, weil ich, nein, unter 18 bin. Was darf ich da, weil ich noch, noch zu wenig Geld für irgendwas anderes habe. Also. Das spielt nebenbei einer mit seiner Eisenbahn, glaube ich. So, ich bin Zombie, du auch? Ja. Ich mache mal ein Ingie. Also ich meine, nach 18 Jahren Deutschland. Schland. Oder 19 Jahren könnte ich auch gerne mal irgendwie ins Ausland ziehen. Was? Warning, braucht so lange zum, was? Kommt was? Bei mir bei Open Broadcaster gerade. Achso, hast du so ein Lag oder was? Ich drop Frames wahrscheinlich. Das wird ja auch angezeigt, also. Ja, kann ich rüberspringen. Wow. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen, ne. Vergessen? Vergessen? Hast du vergessen? Ja, nee, ich hab mich einfach nur versprochen. Gary. Dann möchte ich reden, ey. Was? Ich kann nicht reden, du, ja. Eine Feuerblume oder was ist hier los? Nach Brasilien fahren kann ich dir sehr empfehlen, Vex, sagt Bernie. Ja.
Also wenn ich irgendwie ins Ausland wollen würde, dann auf jeden Fall mal nach England. Ja, yeah, sie haben schon erobert. Geil. Geil, ey. Geht richtig ab hier. Ja. Ja, was hat mich da getötet? Eine Chili-Bohnen-Bombe, verdammt mich. Ich renn da immer. Kannst du mich. Hallo? Hallo, Kumpel, hallo. Moin, moin. Ach, danke. Markus. Also, ich dachte gerade, du meinst mich. Ja, nee, da steht ein Zombie über mir, aber belebt mich nicht. Achso. Das ist feige. Tja, das, ne? Sag mal, was explodiert hier schon wieder? Ja, alles? Das Teamwerk verfeinst, ne? Muss. Alles explodiert. Kumpel, Kumpel, block mich. Hada, hada, hada. Ey, lass mich da auch mal was machen hier. Dicker. Das sah jetzt aus wie ein Teamkill. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Digga, Schlag hier alle. Oh, da ist ja Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Ah, ich brauche eine Sekundärwaffe. Kriegst du nicht. Ja. Du nicht! Meine Lebensziel-Destination, Destination. Meine Lebensziel-Destination? Ja, das ist auch eine tolle Ausdrucksweise. Utah, Nevada und ganz Japan. Okay. Auch nicht schlecht. In Japan würde ich auch gerne mal nach, Ich würde gerne mal nach Neuseeland. Das war so... ja, toll. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. War aber irgendwas in Japan. Ich glaube, irgendwas mit O. Okinawa? Ich weiß nicht, das war eher so eine ruhigere Gegend. Mit wahrscheinlich mehr Tempel oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall sah verdammt cool aus. Ich mag's so, ich mag's ruhig. Ich könnte auch nicht in der Großstadt leben. Meinst bestimmt Okinawa? Das klingt auch so ähnlich, aber na ja gut, Japan halt, da klingt alles irgendwie ganz ähnlich. Und alles ist unaussprechlich. Yes, wir haben schon erobert. Oh, irgendwas hat mich da erwischt. Chili-Bohnen-Bombe, was auch sonst? Mr. Swagger. Mr. Swagger, natürlich. Captain Moose, like Swagger. Captain Jagger, like Jagger. Nein, Swagger. Ja gut, dann Jagger. Das ist die hipste Edition. Swagger. Ja genau, ich bin der Fukushima. Kyoto hört sich auch extrem cool an. Hiroshima, ja, nein. Die ganzen, das schon halt super, das schon so ein paar Trolls im Chat. Wenn dann Hiroshima und Fukushima genannt wird. Also. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, Gott, da strahlt die Sonne. Kann nicht sein, dass wenn ich nur auf WASD drücke, dann erkennt mein Mic das und dann wird einfach ein Spielübertrag oder was. Nagasaki ist auch eine ruhige Gegend, so richtig ruhig. Grabestille bei näher. Nagasaki? Sagt mir gerade nichts. Was ist da passiert? Muss ich jetzt auch überlegen. Ich kann nicht überlegen, ich muss schießen. Aber Nagasaki sagt mir irgendwas. Bist Ruhe Aokigahara. Aokigahara. Okay, sagt mir jetzt mal überhaupt nichts. Sag mal, wahrscheinlich irgendwelche Geisterstädte in Japan. Wusstest du nicht, dass es gibt dieses Dorf aus Siren Blood Curse, wirklich. Ernsthaft? Ja, und das ist auch wirklich leer. Das ist ein richtiges Geisterdorf, aber es heißt nicht. Also das heißt nicht ganz so, aber es liegt genau da, wo es halt auch im Spiel liegt. Oh komm. Das ist extrem cool. Echt? Ja, und Nagasaki, zweite Atombombe, sagt der NDH. Hast du gerade eine Geschichte, hä? Was auch cool ist, extra zu Siren Blood Curse wurde eben so eine Website erstellt von dem Studenten, der halt in Siren Blood Curse spielbar ist, ne? Und der hat da ein Tagebuch geführt.
auf der Website. Okay. Und kurz bevor das Spiel angefangen hat, hat das Tagebuch halt aufgehört. Und auf der Website wurde dann nichts mehr gepostet. Alter. Das ist halt schon ziemlich cool gemacht. Da gab es ja auch sowas mit Filmen, irgendwie bei Leverage Project wurde ja auch. Da wurde ja auch von Anmeldungen gefaked. Ich werde nur von diesen Bomben getötet, Vex. Das ist total doof. Ich lauf da gar nicht mehr rein. Ich lauf da irgendwie mal im Let's Play rein, aber gerade nicht. Das ist schon das dritte, vierte Mal jetzt. Was? Aoki Gehara ist der Selbstmordwald. Ach, das. Ah, okay. Ja, die kenne ich. Aoki Gehara sagt mir gar nichts. Da habe ich mal eine Reportage drüber geschaut. Boah, das ist so cool. Ohne Mist, das ist so interessant. Da muss ich echt mal hin. Aber das Geld. Das Geld. Das Geld. Das ist nicht. Ich könnte jetzt so ein bisschen einfach auf Respawn Now drücken, aber mach ich nicht. County, böser County. Ich habe gerade einen Kumpel wiederbelebt. Kannst du nicht machen, Kerl. Oh, du hast mich wiederbelebt. Hab ich? Ja, also. Belebt mich aber gerade keiner wieder. Also, du hast mich nicht wiederbelebt, aber es war ein Versuch. Ruhig ist es da auf jeden Fall, sagt Jan. Du kannst halt mal über die eine oder andere frische oder nicht so frische Leiche steuern. Ach, jetzt geh doch da weg, du Wissenschaftler. Sind die da nicht gelegt, um den Weg nach oben zu weisen oder sowas? Bitte was? Sind die Leichen da nicht so gelegt, um den Weg nach oben zu weisen? Ich weiß gar nicht. Ich hab irgendwie sowas gehört. Kann doch sein, das war auf Mount Everest. Ich weiß es nicht mehr. Schlafstück, Gerda. Ja, ich hab irgendwie sowas gehört, dass die Person. Oh nein! Dass da einfach so ein Weg nach oben. Scheiße! Ah. Das ist unglaublich, du kommst halt nicht mehr weg, ne? Dann blockt dich nur einer und dann hängst du da. Du kommst nicht mehr weg. Hallo? Also manchmal ist es so laggy bei mir, dass ich nicht mal gerade auslaufen kann, weil das Spiel mich nicht lässt, Wex. Hä? Okay. Ja, dann hänge ich an einem Bordstein fest und es ist wie eine unsichtbare Wand, meine ich. Das ist total seltsam. Dachte ich mir auch, Wex, wir wollen da unbedingt mal hin. Die Frage ist, ob man da wieder rauskommt. Nee. Naja, wenn der Wald... dich direkt, kommst du rein, bist tot. Wow. Wenn der Wald dich irgendwie emotional runterzieht und dich zum Selbstmord verleitet, dann wahrscheinlich schon. Oh yeah, ganz erobert. Geh nicht blocken hier, Kerle. Die besten Reportagen sind über Planeten und Sonnen etc. Leider sind die immer nur nachts um 2 Uhr im Fernsehen. Naja, wofür gibt es YouTube? Aha. Kann man hier nicht durch? Verdammt, wo kann man hier durch? Das auch nicht. Hab mir auch schon so. Ich finde die Reportage übers Meer ganz cool. Zumindest über alles, was unter dem bis jetzt erforschten Meer liegt. Ich meine, wir haben ja bis jetzt nur 5% des Meeres erforscht. Wahrscheinlich sind Marianengraben so das. Was weiß ich so, das Ende der Menschheit verbirgt sich. Ich meine, einfach der Gedanke ist verdammt cool, weil da unten scheint Block ja kein halt! Mehr. Meine Fresse! Du wirst ja nur geblockt. So, jetzt reicht's mir. Warte mal. Ja, aber ist eigentlich echt cool. Ich meine, da unten scheint ja kein Licht mehr ab einer bestimmten Tiefe. Das ja heißt, dass alle Kreaturen. Natürlich scheint's da noch, aber es kommt halt nicht durch, weil die. Das ist schon dunkel. Also, hier der. Wie ist er nochmal? Der Regisseur von Avatar. Avatar. Der hat mal eine Unterwasserreise gemacht, halt. So tief es ging. James Cameron meinst du? Ja, James Cameron. Und der, also irgendwann wird es hier einfach nur noch stockdunkel, weil einfach kein Licht mehr runterscheint. Und rein theoretisch müssten ja dann irgendwelche prähistorischen Kreaturen da unten leben, weil sie ja ohne Licht ausgekommen sind. Ja, auf jeden Fall sind die alle mal blind und, ne? Und der Gedanke ist so cool. Das ist einfach so viel Unerforschtes da unten, ne? Und gleichzeitig so gruselig, deshalb mag ich das Wasser, mehr auch nicht. Ich mag es von dem Meer. Ganz egal, wie tief unten es eigentlich stattfindet, aber trotzdem. Und du kennst ja das neue Spiel von den... Alter, was schießt mich da an die ganze Zeit? Du kennst ja das neue Spiel von Frictional Games, ne? Das Insomnia, ne, oder Somnia? Oder Soma, ich glaube Soma. Sein weiß ich jetzt gar nicht.
Das, jedenfalls, das nur, ja, das neue Spiel. Was schießt mich da die ganze Zeit ab? Wechsel, ich kann mich nicht unterhalten die ganze Zeit. Du machst mich wahnsinnig. Die ganze Zeit willst du Antworten von mir, die ich nicht geben kann. Nein, ich habe davon gehört, aber ich habe es nie gesehen. Also, jedenfalls, das Spiel soll unter Wasser spielen. Halt, ganz tief unten im Meer. So, so. Ja, prähistorisch war kein Licht. Ich meine, die Kreaturen leben da ja schon weiß Gott wie lange. So, Kinder, jetzt ist mal Schluss mit dem Camper auf dem Dach hier, ihr Ärsche. Ihr Ärsche. Alter, was schießt mich da an die ganze Zeit? Verpiss dich doch mal. Der rennt mir ins Kreuz, da. Christopher Thomas. Ist das nicht der von Dingens hier? Winnie Pooh? Der kleine Junge auf Drogen da, der die ganze Zeit irgendwie Tiere sieht, die mit ihm reden? Von Winnie Pooh? Winnie Pooh. Ah ja, achso, ja, stimmt. Ist der, ah, okay. Ja, eine Freundin von mir früher, die mochte den gar nicht und die hat gesagt, ey, weißt du, was Pooh auch heißt? Scheiße. Deswegen heißt der Winnie die Scheiße. Ich mochte das überhaupt nicht. Ich fand das nicht gut. Aber es ist geil, uns gerade zuzuhören, scheinbar. Komm, erober das Scheißding jetzt. Bei den Chili-Bomben hier. Ja, ja, Gary, ist mir klar, aber ich meine, wenn da seit, was weiß ich, wie viel Jahrtausenden Fische unten leben, weil sie eben kein Licht gebraucht haben, um zu überleben, weil da kein Licht da unten scheint, dann leben die da immer noch. Das Nein, war's. Ist nicht gesagt. Moin, Kenny. Ist nicht gesagt, Kerle. Aber kann rein theoretisch gut möglich sein. Schlaberstuhl. Ach, was weiß ich. Aber es ist schon interessant. Also, ja. So auf der eigenen Welt doch Unentdecktes zu wissen, das ist schon geil. Ja, und besonders so viel halt. Ja. Oh ja, irgendwas blockt mich da wieder und ich komme nicht vorwärts. Nicht geil. Die sind aber nicht genau auf diese Tiefen beschränkt. Es gibt auch Arten von Anglerfischen, die geringeren Tiefen leben. Der Traumfisch lebt da unten. Kann ich mal aufhören, mich die ganze Zeit zu treffen, ihr Säcke? Oh, dein Laser da weg, du Arsch. Blip, 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 blip. Oh, Lebensenergie. Komm, komm, komm. Ist uns. Weg mit der scheiß Chili. Oh, da oben sitzen sie wieder. Und verteidigen. Unter Regenbogenfisch, du leuchtest wunderschön. Ich muss Nüsse zerstören wechseln. Nüsse zerstören, ja. Nüsse zerstören ist immer gut. Hochwaldnüsse muss ich. Oh, bitte, bitte, triff die scheiß Blume. Nein, hab ich nicht. Verdammt. Ey, die fetzt dir einfach mal rein, ich krieg Feuerschaden. Ah, da ist ja jemand, oh. Was ist da los, ihr Asis? Komm, nur hier. Da geht aber auch keiner vor, die campen hier alle rum, unsere Leute, ne? Mal wieder. Genialerweise. Plups. Yes, wir haben's. Wir haben es, Rex. Ja, ich bin gerade auf den Chat fokussiert. Findet Nemo. Spritten hier wahrscheinlich alle durch, die blöden Blumen. Ja, komm, zieht euch nur zurück. Ich sehe schon wieder so einen doofen Laser. Ach, der ist schon futsch. Nix getroffen. Geht's ja nicht. Gib ihn nicht. Geh alle, was ist los?
Oh, ich hab ein bisschen Schiss, wo sind die alle? Was schießt du da auf mich, Kerl? Ich bin bei dir. Macht's überhaupt Sinn, die Maiskanonen abzuschießen? Weiß ich nicht. Ich sehe so oft das Wort Splasher im Chat. Was ist los? Ja. Was ist los mit euch? Läuft bei euch, ne? Läuft. So, jetzt gewinnen wir irgendwie nur. Ja. Oh, gerade ein Nass. Oh. Oh, draußen höre ich eine Vuvuzela. Schnauze! Die habe ich, glaube ich, sogar gerade selbst gehört. Bei mir jetzt? Von mir, oder? Ja. Oh Gott. Jeremy Anderson setzt so eine Platze das Hirn. Ja. Total verrückt. Achso, wir haben aber noch die Hälfte Zeit. Das ging jetzt verdammt schnell. Oh, Kornmeiser zerstört. Dafür kriege ich Punkte, weil jemand den Kornmeiser kaputt macht. Das ist ja nett. Oh, warum? Warum ruckelt der Ingame-Browser von Abitur eigentlich so? Das ist richtig nervig. Boon Power hat mich schon viermal gekillt, der Sack. Ich nehme jetzt gleich mal einen Footballspieler, glaube ich. Los. Pizza. Ey, da unten ist Atlantis. Was? Atlantis ist bei, soll ja angeblich bei Neuseeland irgendwo. Oh, können die Pflanzen uns nicht mal gewinnen lassen hier? Aber nee, da unten leben ja mehr von alles. Wie jeder weiß. Jetzt sind wir so weit schon. Wir sind so weit. Lasst uns gewinnen. Oh, wo ist meine Maus? Ja. Oh nein, keine Chili, du Arsch. Nein, 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 nein. Na komm. Baby, Freistoß. Oh, toll, gegnerisch gekillt. Oh, Zombie-Block. Nein. Mach ihn tot, mein Zombie. Oh, County hat mich getötet. Diese blöden Bärenwerfer. Haha, Atlantis wächst, du bist cool, sagt Bergi. Ja, ich lese gerade selbst. Oh, wir haben nur noch eine Minute, das schaffen wir nicht. Du sagst, wir gewinnen nur, wir gewinnen nicht, wir verlieren. Ja, gut. Wir verlieren. Ich bin aber auch nicht ganz bei der Sache, ich bin beim Chat. Oh. Chili Kacke, geh weg! Ja, wir haben schon mal 2 von 4, also von daher. Ich darf ja einfach nur Durst. Sehr schön, hier anbringen. Komm, hol dich den ja, ich hab noch einen erwischt. Und, ich bin gestorben, verdammt. Ah, komm schon, 2 Stück noch. Warum kann das nicht verlängert werden, wenn wir ein Dynamit anbringen? Ich finde das irgendwie doof. Das muss doch kesseln. Vorlage. Nein. Ja, ich bin brutal, die Chat fehlt. So halb. Mit halb beim Spiel hat der Chat. Komm, setz die Bombe. Nein! Ich hab gerade angefangen zu setzen. Oh nein! Nee, die haben es geschafft. Tatsächlich haben sie es geschafft. Ich dreh noch durch. Schaust du öfters South Park? Nee, gar nicht. Also hast du unrecht, Bergi. Mit dem Babyfreistoß, das habe ich von Dalukat oder Medi war das, glaube ich. Ach, kacke. Aber 13.000 Punkte immerhin. Immerhin, nee. Hab viele miterobert. So, ich würde sagen, machen wir noch ein Ründchen. Ja. Und dann lassen wir es erstmal gut sein, dann mache ich den ersten Giveaway. Gibt ein schönes Spiel, auch wenn es schon älter ist. Hä? Jetzt sind alle weg bei mir wieder. Hey, na ja, okay, beim Beschreiben soll, ne? Nee, ich meine hier im Dings. Achso, das sind Zombies sind leer.
Oh, hör auf, Dev. Ich hab das schon 100 Mal, dieses blöde Spiel. Das ist total doof. Ich weiß nicht, dieses Dead Island Epidemic, ich kann damit nichts anfangen. Nee, ja auch nicht. Aber ich bin auch kein Fan von MOBA-Spielen. Auch wenn Dota 2 eigentlich ganz cool ist. Aber ja, ich spiel's das nicht. Ist auch nicht so meins, aber ich weiß nicht, das ist so richtig schlecht leider. Ich bin einfach der Counter-Strike-Spieler. Was, Firandia geht? Tschü, oder? Sie sagt wink tschö. Tschüss. Geht das weiter? Ich würde gerne mal wieder erobern als Zombie, also richtig durch und erobern. Überschau, was wir jetzt sind. Ne, jetzt sind wir Pflanzen. Quatsch, Zombie. Ne, was waren wir gerade? Zombie, ne? Ja, Pflanzen. Wir waren ja, gerade Zombies, ja. Ich bin noch halt beim Spiel. Ich nehme jetzt mal eine Sonnenblume. Die sind echt am besten. Oh, scheinbar. Was? Okay, weil ich bei deinen Let's Plays öfters Passagen von South Park höre. Hast du irgendwelche unbewussten Anspielungen oder was? Weiß ich nicht. Ich geh mal hoch. Schön rauf. Defend the backyard. Wie baba. Der Typ sieht auch cool aus. Oh ja, Angelo, ich bin mir ziemlich sicher, dass Buga sich schon auf Bloodborne freut. Oh ja, das wird so geil. Ja. Das wird so geil. Sag gleich, bist du dann auch mal Dark Souls 2 fertig? Nein. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Oh Gott. Es ist toll, wie das Spiel einfach manchmal einfach so irgendwen entmutet. Warum auch immer. Nee, das, da kommt jemand dann rein. Achso. Weil ich habe eigentlich... Ja, okay, gut. Heilsamer Freund. Kein angezeigt. Ich gehe hier runter, hier wird's mir zu gefährlich auf dem Dach. Oben auf dem Turm. Ich will mal gucken, ob da einer einen Teleporter hat. Nein. Die stellen hier keine Teleporter auf, was ist mit denen los? Wie viele Viewers zur Zeit sind? Ich würde mal behaupten... 180. Oh. Ich bin ja mal Pflanze. Schon gewundert. Oh, meine Fresse. Da ist schon wieder jemanden reden, ne? Ja, ich hab gar keinen. So, wer schießt mich denn jetzt dann an? Na komm, wer bist du? Ah, das bist du! Ich? Nee, ich schieß dich doch nicht an. Natürlich nicht. Würde ich nie tun. Au, was hat mich da gekillt? Sergeant Clint. Clint Eastwood. Ich sehe meine Maus schon wieder nicht. Oh, Pastor. Nein. Ich komm wieder rein. GIDF.de ist. So, alle unter 18-Jährigen verlassen jetzt bitte den Chat. Was kommt jetzt? Was passiert jetzt? GIDF.de ist die beste Seite übrigens. Wenn ihr was. Das ist die ultimative Datenbank. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, findet ihr dort. Ganz genau. Am besten allen Freunden schicken, die noch nicht davon Bescheid wissen. Ja. Besonders wenn sie irgendwelche Fragen stellen. Die reagieren auch immer ganz nett darauf. Und fühlen sich nicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Beliebiges Adjektiv einfügen. Geliebt, gehasst. Irgendwas. Befürwortet. Ich befürworte das fast wohl am besten, ja. Nee. Don't run away from the healer. Because he wants to help you. Ich bin Arzt, lass mich durch! Ich bin durch, lass mich Arzt. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Ich habe ihn noch voll erwischt. Ah, Wichser! No Peeporn, was? Snickers, Schnauze, böse Anarchistic Cookbook. Was? Anarchistic Cookbook? Kennst du das nicht? Cookbook für Anarchisten? Da steht Cookbook. Das Cookbook? Nein, das wollen wir nicht. Ja, das. Nee. Alter, irgendwas bratzelt hier, aber ich weiß nicht was. Aber kenne ich es ja von Binding of Isaac. Ist da jemand Commander da oben oder was ist das für ein Schiff an der Luft gewesen da? Der sieht verdammt cool aus hier, also nicht schlecht. Ja, ekelhaft.
Und Budapester Bumsorchester. Sag mal, wissen die eigentlich, welchen Modus wir spielen? Ich glaube, die wissen nicht, dass sie erobern sollen, so viel steht fest. Ich habe so das Gefühl, da kämpft einer schon seit Anfang der Runde oben auf dem Turm von denen. Ja, muss. Kämpfen ist das Beste. Bro, was meinst du zu Bloodborne nur auf PS4? Weiß nicht. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil... Ja, auch nicht. Wenn du überlegst, Demon's Souls war auch PS4-exklusiv. Ja, eben. PS3, Quatsch, das rede ich dann. Ich bin verwirrt, Entschuldigung. Ich bin total... PS3. Ich bin so ein verwirrter Prof irgendwie. Also, nur, dass ich kein Professor bin. Ja, ich find's gut. Come to the sun, außerdem hat man jetzt auch wirklich den Grund, sich dann eine PS4 zu kaufen, wenn man sich noch nicht sicher war. Und Fan der Souls-Reihe ist. Wobei, wenn man Fan der Souls-Reihe ist, dann wird man sich wahrscheinlich auch so eine PS4 gekauft haben. Bloodborne ist kein Nachfolger der Souls-Reihe. Das ist ein neues Franchise. Deshalb der falsche Stand. Auch wenn ich sagen muss, dass mir Beast Souls als Name wahrscheinlich besser gefallen hätte. Weil es einfach so... Oder Project Beast wäre auch echt gut gewesen. Nee, das soll ja nur... Ja. Ja, wobei Project Beast wäre, hätte ja nichts mit Souls zu tun gehabt. Doch. Vom Namen her. Ja gut, die davor hießen auch Project... Demon's Souls. Da gab es einen Talisman, der hieß Talisman of Beasts. Und deswegen... Ah, okay. Haben sie das ja so... Die Fans haben es zumindest so ein bisschen mit verbunden, dass es deswegen so heißen könnte. Ah, okay. Gary fährt eine PC-Version besser und kauft sich keine PS4. Die Lust auf Dark Souls lässt langsam nach, auf Teil 2. Ja, so bei vielen so. Naja, Gargoyles. Yay. Ach, Gargoyles sind doch cheesy. Ja, total. Oh, ich höre wieder kleine Kinder. Ja, ja. Ich höre kleine Kinderin! Furchtbar hier. Ja, ich bleib bei meiner Xbox One. Ich freue mich auf Quantum Break und die anderen geilen Sachen, die noch exklusiv kommen. Was kommt denn noch exklusiv außer Quantum Break? Was kommt denn da exklusiv? Sunset Overdrive. Das war's. Ne, dann noch Project Spark. Also, mir fällt mir nicht ein. Das mit Project Spark ist ja auch mies, was die gemacht haben. Komm nicht mal am ersten Punkt vorbei, Vex. Ja, das ist echt irgendwie... Also, das war das leicht... Das ist doch irgendwie, Runde, ne? Das war die leichteste Runde überhaupt bis jetzt. David Hein hat dann auch keine Ahnung. Wer hat keine Ahnung? Ja, David Hein hat scheinbar gesagt, dass es eine Nachfolge der Souls-Serie ist. Ach. Irgendwie, David Hein ist auch... Weiß nicht. Meinst du, er hat damit seine, soll ich sagen, seine Authentizität verloren, oder was? Weil er sich nicht auskennt mit dem Franchise. Nein, aber ich mag den auch so allgemein nicht so sehr. Der ist mir ein bisschen zu... Oh, gibst du jetzt hier Statements ab, oder was? Wen du magst und wen nicht? Oh, guck mal, ich hab ein Herzchen. Ich habe am meisten Gehalt. Du hörst nee, aber Kinder. Ich meine,